Meine Damen und Herren, es ist kein Geheimnis. Ein Bürgerinnenbegehren richtet sich entweder gegen einen Ratsbeschluss oder wie im Fall des Radentscheid Essen initiiert es etwas, weil der Rat der Stadt es selbst noch nicht tut. Daher freut es uns umso mehr, dass sich der Wind in den letzten Monaten durch unser Zutun offenbar gedreht hat und Radfahrende von nun an Rückenwind aus ungeahnter Richtung erwarten können. Wir alle und insbesondere Sie als Politikerinnen und Politiker werden nicht nur nach dem beurteilt, was wir entscheiden, sondern auch, warum wir etwas entscheiden und vor allem, ob wir es dann auch tun. Wir begrüßen es sehr, wenn heute eine große Mehrheit des Stadtrates unserem Bürgerinnenbegehren beitritt oder uns überholt, wie unser Anwalt sagen würde, und unseren Text und damit die Forderung des Radentscheid Essen im Wortlaut 1:1 beschließt. Für uns ist damit ganz klar die Erwartung verbunden, dass die Umsetzung umgehend begonnen und dann konsequent fortgesetzt wird. Dafür ist aus unserer Sicht ein Sofortprogramm Radentscheid mit einer Aufstockung der Personalstellen, insbesondere für Planerinnen und Planer, zwingend erforderlich und diese muss bereits in diesem Jahr beginnen. Derzeit lassen sich hohe Förderquoten erreichen und damit die zusätzlichen Kosten für den städtischen Haushalt minimieren. Und um dieses Geld nach Essen zu holen, sind entsprechende Personalstellen Grundvoraussetzung. Der Fachkräftemarkt ist hier jedoch bereits sehr angespannt, daher ist schnelles Handeln unerlässlich. Wir werden die Umsetzung aufmerksam begleiten und uns mit konstruktiven Vorschlägen gerne in die öffentliche Diskussion einbringen. Mehr als 200 Aktive sind über das Jahr des Engagements im Bürgerinnenbegehren zu Sachkundigen rund um den Radverkehr geworden. Die Unterstützerinnen des Radentscheids kommen aus Stadtteilen verteilt über das ganze Stadtgebiet und kennen die Probleme, Defizite und Erfordernisse vor Ort. Dieses Netzwerk werden wir auch nach dem heutigen Tag pflegen und weiter ausbauen. Ob vor oder nach der Wahl, die Umsetzung darf nicht zum politischen Spielball werden, sondern muss eine Konstante über die nächste Dekade darstellen, um ihre Wirkung zu erzielen. Denn knapp 24.000 Unterschriften in nur 3 Monaten sind eine klare Ansage aus der Bevölkerung. Und wir sammeln noch weiter Unterschriften, denn das Thema ist auch morgen noch auf der Agenda der Kommunalwahl und der Stadtpolitik. Wir freuen uns über einen fahrradfreundlichen neuen Stadtrat, unabhängig von Parteien und Fraktionen. Das Bürgerinnenbegehren war die uneingeladene Partizipation. Nach diesem Erfolg freuen wir uns auf die Einladung zur Partizipation und den konstruktiven Dialog mit Politik und Verwaltung. Zur effizienten Umsetzung der beschlossenen Ziele wünschen wir uns auch eine institutionelle Verankerung, etwa einer Beiratsstruktur und einer Beobachterinnenrolle für Vertreterinnen unseres Radentscheidbündnisses. Wir freuen uns auf den kontinuierlichen Dialog mit der Ratspolitik und Verwaltung. Und als Radfahrerinnen und Radfahrer bleiben wir natürlich auf der Straße so oder so aktiv. In diesem Sinne erwarten wir heute einen Beschluss, der Bestand hat und der es ernst meint. Und wir möchten Sie ermutigen, machen Sie Essen zur Fahrradstadt, geben Sie Ihre Stimme für bessere Radwege in Essen. Vielen Dank.